Willkommen Leute, wir sind zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess und in diesem Part... Moment, was hat Midna zu sagen? Also dann, Zeit die Waffen auszuprobieren, die ich dir gegeben habe. Also du weißt schon, schwinge mit dem, ne, mit dem Ding ein Schwert und halt es für dein Schild. Ist das anstrengend? Hey, du solltest mir lieber dankbar sein. Okay. Der Schild wird also automatisch gehalten, das ist nett. Ja. Allerdings wusste ich das mit dem Schwert ja schon, denn wir hatten ja zuvor eigentlich auch schon ein Schwert, ne? Das war dann zwar ein Holzschwert, aber hey. Gut, was ich sagen wollte am Anfang, wir werden in diesem Part den Wald von Fierone unter die Lupe nehmen. Ja, ne, da waren wir schon im letzten Part als Wolf, allerdings, ja, müssen wir wohl noch, in einen Dungeon? Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da wohl irgendeine Stelle, die Böses verbreitet und wir wollen den Bösling, solchen Bösling nennen, nee. Also wir wollen auf jeden Fall eine gewisse Macht erhalten, die uns dann auch verhilft. Später dann, die uns dazu verhilft, stärker zu werden, sagen wir so. Ohne Schlüssel geht's hier nicht weiter, okay, ja. Allerdings sind wir jetzt ja ein Mensch, das heißt, wir haben Connections, ja, als Mensch. Darf man auch mit anderen Menschen reden? Und ich glaube, wir könnten vielleicht mit diesem Geist hier reden. Hier war ja auf jeden Fall einer. Oder nicht? Oder auch nicht? Kann das... Nee? Sag mal was dazu, bitte. Ein Schrein mitten im Fierone-Wald? Passt doch perfekt, oder? Was ich suche, findet sich dort. Und vielleicht finden wir auch deine Freundin in der Nähe. Ja, ne, die tut so, als wenn meine Freunde nebensächlich wären. Aber das mit dem Schlüssel stimmt dann wohl doch nicht. Ich dachte... Das wäre jetzt vielleicht offensichtlich, weil hier ist ein Haus. Da brauchen wir einen Schlüssel. Den Typ hatten wir gesehen. Ach, hier können wir unsere Flasche auffüllen. Ach nee, der ist da. Ah, oh, bin ich blöd. Der hat sich aber auch gut getarnt, ey. Ich finde, der Kopf sieht so ein bisschen aus wie ein Pilz. Hey, lass das. Die muss erst gar werden. Ja, okay, was hast du so von wegen Schlüssel? Huch! Ach, natürlich, du bist doch der junge Mann aus Ordon, oder? Hätte dich fast nicht erkannt. So herausgeputzt, wie du bist. Ja. Geiles Gewand, ja, ich wusste, das kommt gut an, ja. Um diese Zeit ohne Licht im Wald herumzurennen, ist aber ziemlich gefährlich. Habe ich dir nicht extra eine Lampe geschenkt? Jetzt benutzt du sie nicht mal. Die Gegend hier ist ziemlich unsicher in letzter Zeit. Du solltest gut auf dich aufpassen. Es treiben sich immer mehr Monster hier rum, deshalb, pass auf oder so. Aber du wirst bestimmt doch wieder dahin, oder? Ja, aber so wie du jetzt aussiehst, dürfte das für dich ja kein Problem sein. Hier. Ja, ein Schlüssel. Aber der Wald hinter der Höhle, sie ist in letzter Zeit ziemlich neblig und so. Und du wirst eine Lampe brauchen. Und ich habe gerade hier Öl, 100 Rubine, wie wär's? Was? Was? Gib's mir nicht? Dabei habe ich dir doch extra eine Lampe geschenkt. Du kannst bei mir auch nur Öl kaufen, ne? Schau einfach wieder vorbei. Oh, der Arme. Ja, ne? Ah, 100 Rubine. Wäre ein Schnäppchen gewesen. Auf jeden Fall. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich finde es gerade ein bisschen nervig, dass unser Dings da die ganze Zeit rumschwebt. Ja, unsere Fee oder was auch immer, unser Zeiger. Denn, naja, ne, der nervt eigentlich nur. Ich weiß auch gar nicht, wieso... es den überhaupt gibt, ne? Also diese Fee. Als Zeiger. Ja. Weiß ich nicht. So, als Wolf konnten wir hier an der Stelle ja sogar eine Abkürzung nutzen. Das heißt, wir konnten die Höhle sozusagen ein bisschen überspringen. Allerdings ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht so gefährlich. Lampe. Lampe, Lampe, Lampe. Ja, okay. Vielleicht ist es doch ein bisschen gefährlich. Wow. Was war eigentlich nochmal hier? Nichts Besonderes, oder? Pack die Lampe mal kurz weg. Habt ihr mir nämlich auch geschrieben, ey, dass ich hier, beim ersten Mal, wo ich als Mensch hier war, habe ich die Lampe dermaßen verschwendet, weil, ich nicht A gedrückt habe, um die wegzulegen, sondern ich hatte sie an meinen Gürtel. Ich habe sie an meinen Gürtel gemacht, indem ich einfach ein anderes Item ausgewählt hatte in dem Moment. Und das war ein Fehler. Ein kleiner. Terrible Mistake. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir als Mensch dahin kommen sollen. Können wir uns irgendwie ein Boot bauen oder so? Das wäre irgendwie mein erster Gedanke.
Denn wir können ja... Wir können nicht gut springen. Das heißt, wir können schon mal nicht den Weg nehmen, den wir als Wolf gegangen sind. Und wir können, wie ich gerade demonstriert habe, natürlich auch nicht durch diese Nebelschwaden. So, ja. So viel sollte eigentlich klar sein. So, jetzt ist aber die Frage, wie macht man das? Oder können wir... Okay. Unsere Lampe benutzen... Konnten wir jedenfalls, bis dieser Affe kam. Du Arschloch, gib es wieder her. Oder, warte mal. Will er uns etwa helfen? Oh, wen haben wir denn da? Der hat die glatt die Lampe geklaut. Nur weil du nicht aufgepasst hast. Das habe ich gemerkt mit einer Captain Obvious, würde man sagen. So. Ach so. Und der kann damit... den Nebel vertreiben und wir können das nicht? Wir können das tatsächlich nicht. Ist ja schon ein bisschen unfair. Ich wäre dafür, dass du da links hingehst. Da habe ich nämlich ein Herzteil vergessen, aber ich glaube, der hört nicht auf mich. Ich glaube, der Junge wird nicht auf mich hören. Okay. Im Großen und Ganzen kann ich hier nicht viel machen, ne? Oder sehe ich das falsch? Wow. Ich glaube, der wäre auch schneller, wenn ich dem schneller folgen würde. Kann das sein? Zack. Ja, alles klar. Brauch nicht ewig herumhampeln. So ist es nicht. Ja, aber er wird nicht dahin gehen, wo ich will. Nein, auf keinen Fall. Er wird relativ direkt halt zu dem, zu unserem Ziel gehen. Ne? Zu unserem eigentlichen Ziel. Trotzdem, ich würde halt so gerne das Herz dann noch holen können. Kann man das jetzt noch holen? Dürft ihr mir gerne schreiben, aber man muss es ja eigentlich noch holen können. Ne? Wenn man, ich meine, man kann das nicht einfach einmal verpasst haben und dann das Ende, aber das wird schon irgendwann klappen. Aber ich denke auch, in Zukunft werden wir halt nicht auf diesen Affen angewiesen sein, hoffe ich zumindest. Alles andere wäre ein bisschen scheiße, wenn ich ehrlich bin. Zack. So. Dann hauen sie rein, Mr. Monkey. Ja, ich habe ihn Mr. Monkey getauft. Cool, ne? Cool nicht. Okay. Den letzten Schritt auch noch. Dann würde ich sagen, Dankeschön, Affe. Darf ich eigentlich meine Lampe zurückhaben? Eventuell. Ist das machbar oder begleitet er uns noch weiter? Ich weiß es halt nicht, ne? Ah, okay. Jetzt kommt eine Sequenz. Gut. Das war relativ nett von ihm oder hat er die jetzt gerade kaputt gemacht? Nein, ne? Okay. So, aufheben, so, ja, aufheben, wolltest du, hallo, okay, alles klar, du findest die Lampe wieder, allerdings enthält sie kein Öl, oh, der Affe hat alles verbraucht, ich wusste, irgendwas stimmt damit nicht, ne, aber hey, ne? Ich meine, der Affe hat uns auch echt geholfen, das hätten wir zwar auch selber machen können und ich wäre bestimmt auf die Idee gekommen, ja, glaubt mir jetzt zwar keiner, aber, ne, ich glaube, ja, doch. Ich habe jetzt mal so viel Selbstvertrauen, dass ich glaube, ich hätte es geschafft. Und... Warte, ich will doch... Ich schüttel doch den Nunchuck, Alter. Nunchuck. Was ist denn los? Nochmal. Der macht die Attacke nicht so direkt, habe ich das Gefühl. Ne, ich schüttel den schon eigentlich heftiger, als ich jemals die Wii-Fernbedienung geschüttelt habe. Und trotzdem haben wir ein Viertel Herz verloren. Oh Mann, diese Gegner sind so stark. Ich merke es schon, okay. Ja, ne, ansonsten sind wir gleich am Ziel. Ich bin mal gespannt, ne? Ich habe ja die ganze Zeit die Vermutung, dass es ein Dungeon ist. Wenn das jetzt allerdings nicht der Fall ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Nein, auch nicht, aber... Wow. Aber es wäre schon schön, wenn es ein Dungeon wäre. Jetzt gilt es aber erstmal, den Kollegen hier zu besiegen. Ich hatte ihn anfangs für einen netten Kollegen gehalten, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt... Bin ich mir da nicht ganz so sicher. What the fuck? Und wieso verwandelt er sich? Okay, nicht so viele Fragen stellen, nicht so viele Fragen stellen. Ich würde sagen, wir kämpfen lieber. Auch wenn das echt ziemlich strange ist, oder nicht? Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft seines Schwertes. Das Schicksal mag dich zum Helden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, das grüne Gewand zu tragen. Ach nein.
Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln. Und die gesammelten Kräfte werden dir Mut geben. Wenn du dir wahren Mut wünschst, um Hyrule aus dieser furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise dich in meinen okkulten Künsten. Okay. Oh! Fangstoß! Ein starker Gegner kann zwar durch einen schweren Angriff niedergehen, steht aber sogleich wieder auf. Der Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig voll an die Fresse zu hauen. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere ihn einfach an und drücke, um auf ihn drauf zu springen, und den Rest kannst du dir denken, ne? Das wird voll in dir reingebohrt, schwer dir. Hast du eine günstige Gelegenheit, dem Gegner den Garaus zu machen, erscheint vor deinen Augen, na ist egal, Fangstoß. Versuch es an mir. Finde ich ja nett, dass er sich bereitstellt, der Gute. Okay, der... Okay, und jetzt? Fangstoß! Bäm! Finde ich gut, dass wir den Schlag machen können. Ne? Habe ich zwar auch schon in den Kommentaren nachgefragt, und das können wir wohl nur als Mensch. Ja. Als hier ist das irgendwie aus irgendeinem Grund halt nicht möglich. Beziehungsweise als Wolf, ja. Ja, das war ein krasser Schlag. Boah, voll gespürt, Mann. Damit hast du die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Brauche ich noch mehr? Ich wusste gar nicht, dass es da ansonsten noch so viel gibt, aber... Du hast den Fangstoß erlernt, Visiri, ja, ne? Es gibt noch weitere 6, okay, okkulte Künste, die du erlernen musst, okay. Doch sie sind nur für den bestimmt, in dessen Adern das Blut eines Helden fließt. Für den, der den Geist eines erhabenen Raubtiers hat. Stähle deine Kräfte und sei beständig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zu zermalmen, zu zerschlagen. Lausche dem Ton des Windes, der den Geist des wilden Tieres ruft, und komme wieder zu mir, wenn du die Statuen gefunden hast. Okay. Red noch ein bisschen mehr in Rätseln, bitte. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft seines Schwertes. Vergiss das nicht. Auf ein Wiedersehen. Okay. Doch ein netter Typ, dieser Wolf. Beziehungsweise, naja, ne? War das ein Wolf? War das jetzt ein Lichtgeist? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ach so, aber das war halt diese Kraft, die uns versprochen wurde, ne? Das war die Kraft, die uns versprochen wurde. An sich war das ja schon das Ziel, was uns aufgetragen wurde, aber wir gehen selbstverständlich weiter, denn wir wären nicht Link, wenn die ganze Sache nicht untersuchen würden. Ne? Außerdem, ne? Midna braucht auch Hilfe. Wir wollen unsere Friends retten. Wir wollen allen ein Stück vom Kuchen haben. So, es ist halt nur die Frage, wie macht man das? Ich möchte einmal... Nein. Haben wir es gleich? Wo kann ich nochmal die Items aufrufen? Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Hallo? Was gibt's denn hier noch für Möglichkeiten? Weglegen. Warte mal, ich bin gerade. Ah, es gibt ja noch das hier. Okay, das war jetzt das Falsche. Okay, der letzte Knopf. Ja, ich möchte gerne die Lampe haben, wenn ich ehrlich bin. Nimm mir die Lampe. Zack. Genau. Jetzt bräuchten wir halt nur noch, Feuer. Ne? Denn ich vermute mal, wir müssen dieses, dieses Netz. Ja, ich wollte gerade schon Herd sagen. Wir müssen dieses Netz verbrennen, ja. Okay, ich finde es gerade schön, dass hier alles so schön friedlich ist und so. Ach ja, schon ziemlich gechillt. Jetzt frage ich mich, ob der Junge hier wieder da ist, ja. Ja, du wieder da, Dieb! Ach, komm schon, füllen wir uns das auf. Okay, füllen. Füllen. Okay. Ach so. Okay. Wir nehmen uns das und hauen wieder ab. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es so eine gute Entscheidung war, sich ganz am Anfang gegen... Boah. Mit dem Typen einzulassen. Wahrscheinlich eher nicht, aber... So, können wir das hier in unsere Lampe füllen? Ich glaube, wenn wir die Lampe direkt ausrüsten, hat er ja auch gerade gesagt, können wir das direkt auffüllen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon für Nachschub sorgen und nochmal hier unsere Fläschchen auffüllen. Kann das sein? Ja. Dann verlieren wir jetzt vielleicht noch ein Herz, aber so. Aber Hauptsache ist, dass wir bei dem nicht sterben. Das wäre nämlich echt ein bisschen peinlich.
Ja. Kann man schon so sagen, denke ich. Deshalb. Wow. Deshalb hätte ich hier gerne noch ein Herz. Allerdings. Oh. Wow. Ich wusste nicht, dass da ein Gegner drin war. Okay, 2,5 dürfte reichen. 2,5 dürfte reichen. Gut. Würde ich sagen, gehen wir noch. Ja, gehen wir auf jeden Fall in diesen Part noch da rein. Ne? Wenn es denn jetzt überhaupt was ist. So. Lampe ist ausgerüstet. Ich bin bereit, auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt auch kampfkunstmäßig auf dem neuesten Level, wie wir alle gemerkt haben. So, legen wir das Ding mal weg. Ich überlege gerade, ich glaube, ich gönne mir noch, bevor wir reingehen, ein anderes Item. Nämlich die Schleuder. Und ich vergesse immer, dass ich hier B drücken muss und nicht A. Das ist sonst in allen möglichen Spielen immer umgekehrt der Fall, dass du B für zurück drückst und A für auswählen, aber hey. Gut, das sieht doch schon mal düster aus. Düster beschreibt es am ehesten, würde ich sagen. Habe ich jetzt etwa die Lampe weggelegt? Ja, ich bin ein unfassbarer, krasser Typ. Oh. Ja, okay, es hat schon alles seine Richtigkeit. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was die Knopfbelegung angeht. Das ist also der Waldschrein. Ja, aber da bin ich doch mal gespannt. Wenn uns hier nicht mal ein Dungeon erwartet. Und nicht nur so ein kleines Stückchen. Okay, ich hab die gerade für eine Spinne gehalten, wenn ich ehrlich bin. Aber die lag dann noch so auf dem Boden, deshalb. Zack, dich besiegen wir auch mal. Und dich halt auch nochmal. Ja, wir haben ja sonst anscheinend ziemlich wenig zu tun. Ist es da der Affe schon wieder? Okay, der Affe schon wieder. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Boah, jetzt kommt mal die Bewegungsstörung zum Zug. Okay. Klappt mehr oder weniger gut. Ne, aber wird es wahrscheinlich noch besser funktionieren, wenn ich meine Sensorleiste vernünftig positioniert habe, was ich jetzt gerade nicht habe. Aber anders geht's auch gerade nicht, weil das Mikrofon sonst im Weg wäre. Ich habe das Ding nämlich unter dem Fernseher, obwohl ich es auf über dem Fernseher eingestellt habe. Ja. Ja, aber so viel dazu. Ne? Versuchen wir uns erstmal hier durchzuschlagen im Waldschrein. Ich würde es nicht wundern, wenn der Schlüssel zur Lösung hier oben wäre, ja. In dem mega geheimen Weg, ja. Selbstverständlich und, ja. Wow. Und hier ist ein Schlüssel, oder wie sieht's aus? Nein. Okay, hier ist doch nicht die Lösung, sondern nur ein extra Rubin, aber auch schön, auch schön, auch schön. Einen Moment. Wow. Ah, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Roll dich schön ab, Link. Bäm. Geld ist immer gut. Wie viele Rubine können wir eigentlich nochmal tragen? Ich glaube, bis zu 300 kann das sein. So, jetzt würde mich aber noch interessieren, wie man... Den hier. Wie man da rankommen soll. Einmal umgucken, bitte. Oh. Konnten wir doch von da oben dahin springen oder so in der Art? Ich weiß es gerade nicht, aber ich komme gerade an... Ach, ich wollte gerade sagen, es gibt keinen anderen Weg. Dabei können wir das Ding einfach zerschlagen, ey. Ich bin so ein Depp. Ach, so ein Depp, der Junge. So ein Depp. Okay. Und der Affe wieder... Oh, folg mir. Das ist doch der Affe, der dir die Lampe geklaut hat. Ich glaube, der will mit dir spielen, also... Nichts wie hinterher. Okay. Okay, okay, okay. Nur spielen will er. Kann ich mir beinahe nicht vorstellen. Der will uns doch bestimmt... Ja, doch, der will spielen, der will spielen. Allerdings würde ich ungern in einem Dungeon mit ihm spielen. Ich würde, naja... Naja. Gut, ich würde sagen, Leute, durch diese Tür gehen wir erst im nächsten Part. Ich lasse wieder einen fetten Cliffhanger raushängen, ich weiß. Ja, auf jeden Fall, wenn wir dann im nächsten Part durch diese Tür gehen, mal gucken, ob es da einen Dungeon dahinter gibt. Naja. Das und viel mehr erfahren wir auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dann und ciao.